zur Vorlesung. Ich muss den ganzen Vorlesung. Hat er gebraucht. Kannst du uns nochmal erklären, wie funktioniert denn so ein Schwimmwagen? Ja, also um die Wasserfahrt überhaupt möglich zu machen, muss man technisch ein paar Vorbereitungen treffen. Einfach die Schraube nachher anzudocken und damit die Schraube überhaupt dreht, der Propeller nachher, klappt man das ganze Ding ab. Zur Stadtfahrt, es ist mal einer untergegangen, weil er vergessen hat, eine Schraube reinzumachen. Und gibt es eine Ablassschraube, um eintretendes Wasser nachher an Land wieder auszulassen. Denn und wenn man die vergisst, kommt halt auch leider Wasser rein. Also meine Beziehung ist eine sehr langwierige. Also ich bin eigentlich schon aufgewachsen mit dem Fahrzeug, weil mein Vater schon sehr früh angefangen hat, diese Fahrzeuge zu sammeln und zu restaurieren. Wir sind jetzt mit 3 Generationen hier. Mein Vater, der das eigentlich angefangen hat, ich, der dann der Mittelmann sozusagen ist und das versucht jetzt weiter zu betreiben. Und meine Kinder sind dabei zu zweit und ja, haben natürlich auch Spaß an so einem außergewöhnlichen Fahrzeug, weil es doch ein gewisser Spannungsfaktor ist, auch das ins Wasser fahren immer. Ja, 10 Jahre circa war ich da alt, wo ich das erste Mal dann selbstständig fahren durfte. Aber auf dem Wasser, also ist ja sehr einfach zu bedienen. Man muss ja eigentlich nur Gas geben und ein bisschen lenken mit dem Lenkrad im Wasser. Da kann man wirklich auch kleine Kinder, kann man da locker lenken lassen. Das macht, was halt die Besonderheit ist, diese Technik. Also man kann sowohl im Gelände fahren als auch im Wasser. Also das gibt wenige Fahrzeuge weltweit, wo das überhaupt stattfindet. Und ja, es macht einfach Spaß, mit dem Fahrzeug sich zu bewegen. Allein, also was man mit diesem Fahrzeug immer assoziiert, der Geruch schon. Ja, dieses Fett, die Benzine, die Dämpfe. Man sitzt ja sehr offen. Also die Technik ist ja auch nicht so verbaut, dass alles so dicht ist vom Geruch zumindest her, dass es jetzt wie ein normaler PKW riecht man ja sonst nichts. Hier sind immer Gerüche vorhanden. Ob das jetzt, wie gesagt, von Betriebsstoffe ist oder Fette oder so, man riecht es immer durch das, dass es warm wird. Dampft es ja auch mal ein bisschen aus. Dann das Geräusch an sich ist ganz typisch. Dieser VW-Motor hat einen ganz typischen Klang und auch dieses Rasseln vom Auspuff und von den Teilen, das Bewegen, das Rattern, es ist unvergleichlich. Es gibt kein zweites Mal in dieser Kombination Geräusch, Geruch, Fahrverhalten an sich auch. Also dieses hoppelige Leicht, weil sie doch stark gefedert sind beim Fahren, vor allem im Gelände, kommt er dann doch öfters mal ins Hoppeln auch, weil es durch die große Bereifung halt auch eine gewisse Schwungmasse gibt. Ja, also vergleichbar mit dem PKW ist sicherlich noch nicht. Auf dem Wasser hat meine Tochter schon mal ein bisschen lenken dürfen, beim Papa auf dem Schoß. Da geht es ganz gut, haben dann auch Spaß dabei. Aber es ist halt auch ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Also der Schwimmwagen selber liegt ja im Wasser tatsächlich eigentlich bis zu dieser Linie fast. Also man sitzt ja im Wasser. Wir kämpfen mit der Vergangenheit immer noch und versuchen einfach durch die Technik nicht das Kultur oder das Denken aus der Zeit hochzuhalten, sondern einfach die Technik zu erhalten, wie jeden anderen Oldtimer auch. Schlupfen wir da hinein. Guck. So, ja. Füße. Samuel macht ja gar nicht den Reißverschluss zu. Oh, der hat gar keinen Reißverschluss. So. Passt. Gut. Passt. Das sind unsere amerikanischen Gäste mit dem Auto. Ja. Mach mal Action. Echt? Ja, ja. Mach Action. Mach Action. Die müssen das mal sehen. Ja.
meine Schraube ab. Es ist ein Erlebnis, auf dem Wasser zu sein mit einem Auto, sozusagen. Das sind Kleinigkeiten. Ich habe das Fahrzeug hier gut in Schuss und kann mich auf das Fahrzeug verlassen. Schönes Gefühl? Ein wunderschönes Gefühl. Es ist schön, wenn die Jugend mitmacht und wenn die ganz Kleinen dann auch noch ihr Interesse daran zeigen und ihr Freude daran haben. Auch das ist besonders schönes Gefühl. Das ist mehr als ein Sonntagsausflug, weil man es ja nicht jeden Sonntag machen kann. Also das ist wirklich ein Highlight im Jahr, überhaupt mal mit dem Schwimmwagen auf dem Wasser zu sein, weil es vergleichbar nichts gibt. Also ich kenne kein Fahrzeug, wo sowohl zu Land als auch zu Wasser fahren kann, wo ich mitfahren könnte. Und deswegen ist das natürlich ein willkommener Anlass und das absolute Highlight im Jahr, ganz bestimmt. Spaß oder nicht? Also, super. Siehst du, das ist doch toll mit Opa im Schwimmbad fahren, oder? Ja. Ja, das ist doch toll auf dem Wasser. Hast du Angst? Nee. Nö, ist doch sicher, gell? Das ist doch toll.